وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله سبحانه وتعالى sagt in dem Koran, بسم الله الرحمن الرحيم, und wir haben dich lediglich als Barmherzigkeit für die Welten geschickt. Wir haben dich lediglich als Barmherzigkeit für die Welten geschickt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durch die Offenbarung, die er von Jibril alaihi salam bekommen hat, bekamen auch andere Propheten, auch durch Jibril, die Offenbarung. Die Botschaften Gottes, beziehungsweise die Botschaft Gottes ist eins. Ist aber Zeit und Platz angemessen. Das heißt, Isa a.s. durfte Änderungen in die Scharia hineinfügen, was Musa a.s. gehabt hat. Ne? Zu dem, was Musa a.s. gehabt hat. Und Muhammad a.s. hat die ganzen Gesetzgebungen, die vor ihm waren, zunichte gemacht. Ne? Das heißt, die Scharia von Muhammad, also die Gesetzgebung von Muhammad a.s. gilt, und alles andere, was davor war, hat keine Geltung mehr, nachdem Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. So, es gibt keine Regel mehr. Die Regeln, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam hervorgebracht hat, sind abschließend. Gibt es keine mehr. So, jetzt die zweite Frage ist, dass die Nachkommen von Ibrahim alaihi wasallam, ob sie alle damit betroffen worden sind so durch sein Dua? Natürlich nicht, weil Ibrahim alaihi wasallam sagt, wie ich das hier schon vorgelesen habe, er sagt, und wer mir folgt, ist von mir. Und wer mir folgt, ist von mir. Das heißt, wer folgt Ibrahim a.s. wird von diesem Dua betroffen. So. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, in Tafsir al-Ayashi, das ist ein Tafsir von Al-Sunnah al-Jama'a, er sagt, wer uns liebt, Familie Ahl-Bayt, alaihum salam, ist einer von uns. Sie haben gesagt, von Ahl-Bayt? Er sagt, ja, Wallah, von Ahl-Bayt. Das heißt, die Liebe zu Ahl-Bayt, alaihum salam, macht dich einer von Ahl-Bayt. Jetzt, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, er ist gekommen mit Versen in den Koran, die, wenn wir in Betracht ziehen, sehen so aus, als ob sie sich widersprechen. Zum Beispiel, Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Das heißt, Gesichter an dem Tag sind glücklich, die zu ihrem Gott gucken. So, jetzt kommen die Mufassirin von allgemeinen Muslime und erklären Sie uns diesen Vers, dass wir Gott im Qiyamah sehen werden. Aber es gibt noch einen Vers in dem Koran, und es lautet wie folgt: Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht durch den Sicht erfasst, und er erfasst den Sicht. Das heißt, man hat die Fähigkeit nicht, Gott zu sehen. Und Musa a.s. sagt, O Allah, zeig mir, dass ich zu deinem Gesicht gucke. Er sagt, du wirst mich nie sehen. Und als Allahs Licht, hier steht, als Allah zu dem Berg erschienen ist, dann ist der Berg nicht mehr gestanden, geblieben. Er ist zertrümmert worden. So, das stand nicht mehr der Berg, so durch Gottes Kraft. Das ist Gottes Licht. So, entweder jetzt stimmen die ganzen Verse und sie widersprechen sich nicht, oder sie widersprechen sich. Die widersprechen sich nicht. Wujuhun yawma'idhin nadira. Der erste Vers sagt, dass an dem Tag sind Gesichter, die glücklich oder froh sind, die zu ihren Herren gucken. Bedeutet nicht, dass du ihn siehst. Dass du zu ihm guckst, dass du Hoffnung bei ihm hast.
Du guckst in die Zukunft. Aber ob du die Zukunft siehst, das ist eine andere Sache. Man guckt in eine Richtung, aber ob man das sieht, was man sehen will, das ist eine andere Sache. Hier steht nicht, dass du ihn siehst in den Koran, hier steht, dass du zu ihm guckst, zu Allah subhanahu wa ta'ala guckst. Das heißt, du hoffst von ihm, du erwartest von ihm, dass er dir Gnade gibt, dass er dir vergibt. Das bedeutet, dass die Gläubigen, die glücklich sind, die zu ihren Herren gucken. Zu ihren Herren gucken, ist nicht Herren sehen. Aisha wurde gefragt, hat das Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah gesehen, als er im Miraj war? Da sagt, von wem hast du den Koran? Sagt, von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Steht nicht in dem Koran, dass er wird nicht durch die Sicht erfasst und er erfasst die Sicht. Sagt, ja. Sagt, wie kann er sagen, dass er nicht gesehen werden kann und er kann ihn gesehen haben? So, das heißt, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er ging zu der nächsten Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala, Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Aber was sagt der Koran? Er sagt, das Herz hat nicht gelogen, was es gesehen hat. Das heißt, das Herz hat gesehen. Du willst Allah subhanahu wa ta'ala mit deinem Herz sehen, nicht mit deinen Augen. Mit deinen Augen kannst du kleine Dinge sehen, kannst du materialistische Dinge sehen, du kannst Körper sehen, die sich ändern. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist kein Körper. Allah subhanahu wa ta'ala ist ein Schöpfer. Jetzt die Frage ist, er ist allmächtig. Jetzt kommt die nächste Frage. Er ist allmächtig. Wird er das schaffen? Kann er irgendwas mächtiger schaffen, als er ist? Oder als er? So, jetzt die Frage formuliert, ist formuliert inmitten drin der Sache, wobei man überhaupt so schon den Anfang erkennen muss vorher. So, den Anfang von diesem Mitte ist, Allah ist allmächtig, Allah ist Schöpfer und er ist der Starke. Wenn er jemanden schafft, der stärker ist als er, dann stimmt das ganze Gesetz nicht mehr. Das heißt, wenn ich weiß, dass er der Stärkste ist, dass er der Größte ist, dass er der Allmächtigste ist, dass er der Allwissende ist und dass er der Schöpfer ist, weil er so ist, dann entfällt die Frage von allein. Das heißt, das ist unmöglich, dass er sowas macht, weil das überhaupt nicht logisch ist. Dann wird er kein Schöpfer mehr bleiben. So dass er der einzige Schöpfer ist und niemand außer ihm ist ein Schöpfer, kann man nicht die Frage stellen, ob er jemanden schaffen würde, der stärker ist als er. Das kann man die Frage überhaupt nicht mehr stellen. Warum? Weil es gibt ein Gesetz. Du kannst nicht sagen, kann man Kupfer trinken? Weil Trinken gehört zu Getränk, was flüssig ist. Und wenn Kupfer ist ein fester Körper, oder Stein ist ein fester Körper. Die Frage, Formulierung der Frage ist nicht gültig. Das heißt, du kriegst keine Antwort. Verstehst du? Du kannst nicht sagen, kann ich einen Stein trinken? Erstmal sage ich als allererstes, die Frage ist falsch. Du sollst stellen die Frage wie folgt, kann ich den Stein essen?